Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cry of Fear. In der letzten Folge habe ich irgendetwas gemacht, bei dem ich mir nicht wirklich sicher bin, was gerade passiert ist. Ich glaube, es sollte mir Angst einjagen, aber ich fand es irgendwie ein bisschen witzig. Okay. In dieser Folge haben wir jetzt die zweite Sicherung bekommen und wir hauen jetzt ab. Denn wir haben die zweite Sicherung bekommen und mehr wollten wir ja eigentlich letzten Endes nicht haben, also. Lag das schon davor da? Ja, tat's. Da-d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 a
Wie gesagt, ich habe die aus irgendeinem Grund nicht getriggert. Ich habe keine Monster. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Weniger kämpfen. Will mir diese Munition etwas sagen? Zum Beispiel, dass ich höchstwahrscheinlich diese Waffe brauchen werde. Das Maschinengewehr müsste noch hier draußen liegen. Oder es hat sich spontan in Luft aufgelöst. Damit kann ich auch arbeiten. Eigentlich sollte es noch hier liegen, aber na gut. Wir müssen jetzt zur doppelten Tür. Die ist nicht hier. Mein Fuß juckt. Jetzt geht's besser. Gut. Läuft doch. Läuft doch. Wie ein Bananenbrot. Ich weiß zwar nicht, warum Bananenbrot laufen sollte, aber hey. Kann ich hier später rein? Oh, ich hoffe, ich kann hier später rein. So, warte. Wo muss ich jetzt hin? Hier entlang. Und hier kommt die zweite Sicherung rein. Gut, dann mal durch das Höllenloch. Oder in das Höllenloch. Ich weiß nicht. Hallo? Mein Name ist Klaus Peter. Manche nennen mich Käsebrot. Und ich mag Strandspaziergänge und Rosensalat. Das erinnert mich an etwas, das ich mal gesehen habe. Da war ein Typ, der wollte romantisch sein und dann hat er Rosen gegessen. Mit allem drum und dran. Erinnerungen. Oh, die Selbstmord. Hi. Danke für die Munition. Das ist ein Stein. Ich dachte, ich kann das aufheben. Da hinten ist einer. Dum, dum, dum. Gut. Au! Komm her. Komm her, mein Süßer. Das Schlimme ist, wenn die sogar wirklich treffen. Aber wenn sie nicht treffen, ist alles cool. Kommst du auch irgendwann mal noch? Ach, das steht hier und der kann sich nicht bewegen. Okay, das habe ich nicht. Okay, Headshot. Okay, aber ich dachte, na gut. Ach, ich kann dir jetzt deine Munition holen. Wo ist er? Hier bist du, mein Schöner. Danke. Gut, und jetzt müssen wir hier hoch. Alles klar. Ist ganz schön groß hier. Ich weiß nicht, ob ich hier laufen darf. Ich glaube, das ist fürs Gepäck, oder? Ich habe keine Ahnung, ich bin viel zu selten. Diese Wand sieht ziemlich instabil aus. Instabil, unstabil, instabil. Ich habe keine Ahnung. Durch die Tür! Hui. Hui. Oh, ich dachte gerade, jetzt kommt schon was Seltsames. Zug! Yes! The train to Norcastle is delayed due to a signal malfunction. Please
Also, dass das noch funktioniert. I want my feedback. Bringe bei der Sicherung von der Landungslinie und flüchte in den Zug. Bringe beide Sicherungen. Was? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert, aber na gut. Es ruckelt gerade. Irgendwas Schlechtes wird passieren. Das ist immer so, wenn es ruckelt. Oh, Spritze. Ich muss niesen. Nein, nein. Doch nicht. Ist immer so, wenn man sagt, dass man niesen muss, muss man doch nicht niesen. Alles klar. Ah, hier. Das da. Willst du mich verarschen? Jetzt brauche ich wieder zwei Sicherungen. Das kann doch nicht wahr sein. I'm in Hans Square now. Von wo soll ich die denn jetzt bitte schön herbekommen? Soll ich etwa zurückgehen und die... Aber dann kann ich nicht mehr durch die... Boah, ich... Alles ist gut. Alles ist gut. Ich lasse mal irgendetwas hier. Ich brauche ja einen Inventarplatz. Tschüss, Messer. Okay, liegt hier. Oh Gott, das Spiel ist manchmal so. Das macht mich fertig. Das mobbt mich. Das macht das alles mit Absicht. Das. Ich will es noch tausendmal sagen. Das. Okay. Oh. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal erzählt habe, aber meine Eltern leben ja schon seit längerem getrennt, geschieden, je nachdem, wie man es nennen will. Und mein Vater, der hatte mal so eine Freundin. Oh, die war so schlimm. Die hat viel geredet. Und noch dazu kommt, hat immer in jedem Satz, den sie gesagt hat, ja, da habe ich gesagt und habe ich gesagt und hat sie gesagt und weißt du, was sie dann gesagt hat und da habe ich gesagt, immer, oh, das hat mich so fertig gemacht. Sie kann sich glücklich schätzen, dass ich nicht meine Deutschlehrerin zu dieser Zeit war. Denn damals war das die, doch, zu diesem Zeitpunkt hatte ich so eine Deutschlehrerin, immer wenn du gesagt sagtest, hat sie dich angeschrien. Und es war nicht ein normales Schreien oder ein Hey oder pass auf, was du sagst. Es war wirklich ein Aah! Also, ja. Oh, ich bin froh, dass mein Vater nicht mehr mit der zusammen ist. Und selbst wenn, es geht mich nichts mehr an. Ich habe ja sowieso kaum noch Kontakt mit ihm. Aber trotzdem, damals, das war echt... Das Zuhören war so anstrengend. Da seht ihr, und diese zwei kann ich nicht mitnehmen. Sonst komme ich nicht mehr durch die Tür. Das Zuhören... Kann ich die überhaupt wieder mitnehmen? Nein, die sind jetzt fest drin. Ich kann die nicht mehr mitnehmen. Gut, das war dann ziemlich sinnlos. Wo muss ich damit hin? Hallo? Oh, jetzt komme ich. Jetzt denke ich wieder dieses. Da habe ich gesagt und dann sagte ich und habe ich gesagt. Sowieso, ich bin ein Mensch. Ob man es nun glaubt oder nicht, aber eigentlich bin ich ziemlich ruhig. Und ich unterhalte mich nicht gerne. Ich bin eher. Halt entspannt. Und dann kommt da die und die redet die ganze Zeit. Die hat die ganze Zeit geredet. Alles. Oh. Also ich habe nichts dagegen, wenn ich die Person gut kenne. Aber für mich war das eine Wildfremde. Verschlossen. Für mich war das am Anfang eine Wildfremde. Ich habe sie noch gar nicht gekannt. Und wenn ich die Leute gut kenne, dann habe ich nichts dagegen, wenn sie viel reden. Ist halt so. Aber wenn ich sie gar nicht kenne, dann haben sie gefälligst die Klappe zu halten. Oh. Okay, genug abgelästert. Aber echt. Das ist... Ich weiß, ich sag auch ein paar Wörter bestimmt ziemlich oft. Und ich merke es selbst nicht, aber bei ihr. Und die hat so schnell geredet und so viel. Und es war einfach nur... Ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht länger zuhören. Sie hat mich... Oh. Und das hat sie gewusst. Nach einer Zeit hat sie sich auch gemerkt, wenn sie mit meinem Vater alleine sein will, muss sie einfach nur anfangen zu reden und ich hau ab. Das hat sie gewusst und dann hat sie das mit Absicht gemacht. Oh. Oh. Ich weiß, ich mache immer oft hau. Aber das ist halt mein Aufregengeräusch. Oder ich kann es nicht glauben, Geräusch. Oder das darf doch nicht wahr sein, Geräusch. Meinst du sozusagen alles Geräusch? Aber wirklich, die. Jetzt habe ich schon wieder gemacht. Naja. Jeder Mensch hat ein Wort, das er viel zu oft sagt, ohne es selbst zu merken. Jeder. Jeder Mensch. Jede Spaghetti. Jedes Brötchen.
Wie komme ich jetzt auf Brötchen? Ah ja, richtig, Käsebrote. Was mache ich hier gerade? Was versuche ich hier gerade zu erreichen? Warum laufe ich hier rum? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin verloren. Wie eine Spaghetti im Salat. Habe ich keine Ahnung, was ich da mache. Okay. Ah, jetzt habe ich kein Gesprächsthema mehr. Wir brauchen eindeutig einen Hammer für das hier. Aber wir haben keinen Hammer für das hier. Auf der anderen Seite liegt noch mein Messer. Ja, liegt es. Mein wunderschönes Messer. Ich mag Messer. Okay, Entschuldigung. Ich bin gerade ziemlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin gerade ziemlich aufgeflogen. Durchglitschen. Na gut, kann ich nicht. Das Spiel ruckelt. Es ruckelt immer hier. Es mag diesen Ort nicht. Aber ich habe auch nichts zu tun. Kann ich vielleicht im Zug selbst irgendwas holen? Ich glaube nicht, oder? Wenn schon, dann bin ich das alles jetzt echt unnötig gelaufen. Nicht unnötig, sondern umsonst. Ich möchte meine Füße zurück. Warte, Feet? Füße heißt es, glaube ich. Das ist die Mehrzahl. Oh, das hasse ich an Zügen. Das hasse ich an Bussen. Dass man immer so links, rechts gucken muss. Da ist ein Karton. Bestimmt ist da ein Typ drin. Ich bin umsonst gelaufen, habe ich recht. Ich bin. Ich bin umsonst gelaufen. Seltsam, die Tür kann jetzt noch nicht geöffnet werden. Ja, dann wird sie später geöffnet. Na, dich hatten wir schon lange nicht mehr. Er ist gerade aus dem Boden durch verschwunden. Da ist ein Jeff. Jeff! Hey! Steht er da noch? Ja, da steht er. Hi, Jeff. Also, wenn das mich erschrecken soll, dann, tut mir leid. Hat nicht funktioniert. Ich gehe mal in mein Inventar, dann nehme ich das und dann zeige ich dir mal was. Falsche Taste. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ups. Na gut, dann eben so. Der kann in den Zug reinkommen. Hat ihn nichts gebracht. Hör auf, so zu zappeln. Ich habe ihn gerade voll ins Gesicht geschossen. Boah, wie gemein. Doch nicht in sein wunderschönes Gesicht. Wobei, na, ich habe es mir anders überlegt. Besonders ins Gesicht. Ich finde es auch schön, dass man hier das Blut zwar nicht sieht, aber hier schon. Ich habe irgendwas am Finger. Ich muss das mal kurz wegmachen. Moment. Ich stehe euch gleich wieder zur Verfügung. Ich habe eine Hammer. Ach, schluck auf. Das geht nicht weg. Ich habe eine Hammer. Ich habe immer noch einen Hammer. Ich habe immer noch einen Hammer. Ich bin stark. Okay. Durch die Türen wir gehen. Okay, ich mag es hier jetzt schon nicht. Warte, was? Was? Okay, hier kommen wir nicht hin. Ich dachte schon. Ich glaube, Simon hat wieder irgendeiner seiner Psychosen. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Was? Was zur Hölle? Okay. Oh, speichern. Speichern. Oh ja, speichern. Okay. Alter, mit den ganzen Typen hier noch im Käfig. Okay, das Spiel hat mich gerade positiv überrascht. Und schon hasse ich es wieder. Not game. Punkt, Punkt, Punkt. Oh.
Scheiße, das ist ja voll die Debriefe. Oh, sie machen alle dasselbe. Ich fühle mich hier nicht ganz so wohl. Oh, das ist eine Rolltreppe. Zu früh? Ja, ich bin zu früh gesprungen. Ich habe das schon gemerkt. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt noch öfters laden müssen. Und weil ich Jump'n'Runs in Cry of Fear hasse, wird das noch sehr witzig. Aber trotzdem. Das, was hier jetzt gerade. Was auch immer hier gerade passiert, das ist doch schon eine. Nicht mal die angenehme Überraschung, aber eine Überraschung. Ach du Scheiße! Warum lache ich? Das ist gerade echt abartig. Aber ich find's so cool. Kacke, wo muss ich hin? Da hinten, oder? Okay, das führt ins Nichts. Du führst ins Nichts. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh, Kacke. Okay, das bringt alles nichts. Ich müsste eventuell versuchen, hier runterzukommen. Und... ich bin runtergerutscht! Ich bin runtergerutscht! Okay, das werde ich höchstwahrscheinlich ein bisschen zusammenschneiden müssen. Einfach nur, weil das jetzt gerade ziemlich dreckig ist. Moment. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe. Ich bin irgendwie von da oben... von hier oben... irgendwo runtergefallen gerade. Weil ich keine Ahnung habe, wo es weitergeht, ist das jetzt auch ein bisschen... Ich sollte eventuell eine Spritze ausrüsten. Wenn ich jetzt wegen Fallschaden sterbe, rege ich mich noch mehr auf, wie sowieso schon. Okay, wo geht's als nächstes entlang? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Muss ich jetzt halt hier hin? Ich muss hier hin. Spritze! Ich hau mir... Oh, ja! Ich hau mir das jetzt einfach mal rein. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Das ist gerade wirklich sehr verwirrend. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Hier unten... Geht's hier seitlich weiter? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Es gibt nur eine... Nein, das ist zu schräg. Wir würden runterfallen. Muss ich hier unten entlang? Ich weiß es nicht. Das ist alles so verwirrend. Was soll's? Toll. Ich bin wieder da, wo ich... Okay, das hat sich ja voll gelohnt. Okay, dann gehen wir jetzt wieder hier hoch. Vorsichtig. Wieder hier oben. So, von hier unten kommen wir. Wir müssen nämlich hier entlang, glaube ich. Ah, Maus. Das heißt, wir müssen doch hier entlang. Einen anderen Weg haben wir nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Huh, ich bin gerade runtergefallen. Huh. Ich sollte vorsichtiger sein. Aber wo geht's? Warte, lasst mich mal nachgucken. Ich möchte nicht außersehen. Ja, von hier kommen wir gerade. Gut. Von hier kommen wir auch. Müssen wir. Hier können wir nicht entlang. Wo können wir entlang? Nein, 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 nicht runterfallen, Simon. Ja, von hier kommen wir. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Das ist gerade wirklich sehr... Weiter nach oben können wir nicht. Ja, wir haben das Ende erreicht. Hier rüberspringen. Was soll's? Oh mein Gott.
Eigentlich würde ich jetzt am liebsten hier nochmal speichern, weil... Ist halt so. Oh mein Gott, das ist ein Boden. Ich dachte, da wäre kein Boden. Okay. Geschafft! 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 Yeah! Okay. Beim dritten Versuch. Yay. Au. Oh. Ich glaube, ich mache die Folge ausnahmsweise länger. Oder auch nicht. Wir machen das in der nächsten Folge. Tschüss!